Hey Leute, was geht ab? Neuer Mittag, neues Glück, neues Produkt und wir schauen uns heute den Urklassiker von Milka an, nämlich die Milka Alpenmilch Grundschokolade Basis. The base of all milkers. Spaß. Milka Alpenmilch, das ist der Urklassiker. Ich glaube auch die erste Milka gleichzeitig, plus aber auch, ja, einfach Vollmilchschokolade von Milka. Was anderes ist es nicht, mit der Alpenmilch natürlich noch von den Kühen aus den Alpen. Jetzt noch schokoladiger. Okay, ich habe die Fall echt seit der alten Version nicht mehr gegessen. Immer höchstens wenn mit irgendeinem Geschmack oder halt die Testprodukte. Aber okay, interessant. Nachhaltig angebauter Kakao. Unser Programm Cocoa Life. Sehr cool, finde ich wirklich schön. 100% Alpenmilchschokolade. Wunderbar. Hier haben wir unsere Milka-Kuh, den Milka-Schriftzug und unsere lilane Milka-Farbe. www.milka.com findet ihr weitere Infos. Und vertrieben wir das Ganze von der Mondelez Deutschland GmbH in 28078 Bremen. Offizieller Förderer vom Nationalpark Hohe Tauern, haben wir ja auch schon gelernt. Und Cocoa Life Zertifizierung. So Leute, dann hätte ich direkt gesagt, let's go to the Nährwertangaben je 100 Gramm. Wir haben einen Energiewert von 2251 Kilojoule bzw. 539 Kilokalorien. Deftig, aber ist halt auch Vollmilchschokolade, ne? Fett haben wir 31 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren haben wir 19 Gramm. Passt eigentlich soweit. Kohlenhydrate 57 Gramm und davon Zucker 55 Gramm. Und das ist es halt. Hochverarbeitet, hoch viel Zucker, ist ja klar. Ballaststoffe 2,3 Gramm, Eiweiße 6,5 Gramm, gar nicht so schlecht. Und Salz 0,28 Gramm. Ja, Nährwerte passend, denn an sich hätten wir nicht diesen Zucker- bzw. Kohlenhydratwert. Dann würden sie auf jeden Fall schon mal viel besser dastehen. So Leute, und dann kommen wir direkt zu den Zutaten von diesem Klassiker von Milka. Wir haben eine Alpenmilchschokolade. Oh, lecker. Klingt echt gut. Ich liebe Milka ja vom Geschmack. Das können sie wirklich mit ihrer Alpenmilch da. Schauen wir mal. So, Zutaten. Als Hauptzutat haben wir Zucker. War ja klar. Dann direkt Kakaobutter und Kakaomasse. Oh, schön. Die zwei Zutaten, die dürfen keiner Vollmilchschokolade fehlen. Dann haben wir Magermilchpulver, bin ich nicht so der Freund von. Süßmolkenpulver aus der Milch, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Haselnussmasse, geil. Und zu guter Letzt haben wir ein künstliches Aroma. Schade, wieso können die da nicht klassisch diese Milch lassen? Und dieses Aroma sorgt bestimmt für diesen alten Milchgeschmack oder diesen Milka-Geschmack, nenne ich es mal eher so. Okay, ich verstehe. Kakao 33% mindestens. Gesundheitsnote gibt's von dem Ganzen für von mir eine. Also wir haben halt echt so, klar, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, das haben wir alles dann noch in anderen Milkas. Aber ich muss sagen, während ich manchen Milkas, glaube ich, eine 5 plus sogar gegeben habe, kriegt das von mir, ja, eine 4 minus trotzdem noch. Es ist halt echt unnormal viel Zucker und echt eigentlich ziemlich ungesund. Aber Schokolade hat auch ein paar Stoffe, beziehungsweise in der Kakaomasse, die auch gut für den Körper sind. Also ja, aber trotzdem, nee, 4 Minus, Leute, für die Milka Alpenmilch, natürlich keine Gesundheitsempfehlung. Doch wir ziehen das Ganze jetzt hier an dieser Öffnung auf und da haben wir schon unsere Alpenmilch-Schokolade. Oh, schön. So, wir machen das Ganze mal auf und ha, what the fuck? Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber früher waren die nicht so dünn. Ich habe mich schon gewundert. Was haben wir denn da? Warum ist das so dünn? Früher waren die so, also halt echt ein Drittel bis zwei Drittel nochmal breiter als das. Okay, es haut mich um, aber ich finde es knackiger und angenehmer vom Halten. Aber riecht, ja, riecht entweder nach dem Aroma oder nach dieser Alpenmilchschokolade. Wir brechen ein Stück ab und schauen mal, wie das Ganze jetzt schmeckt. Okay, ich bin sehr gespannt. Huiuiui. Let's go. Boah. Boah, nur diese Schoki. Sehr cremig, angenehm, intensiver Alpenmilch-Schokoladengeschmack. Das Aroma wird auch seinen Teil dazu beitragen. Geht super runter. Angenehme Geschmacksentwicklung im Mund. Angenehme Konsistenz. Eben ein bisschen cremiger, als ich es noch in Erinnerung habe. Aber jetzt trotzdem kein Mousse ansatzweise oder ist schon. Noch eine Schokolade. Also, wow. Also, Geschmack ist so und doch. Ja, ihr habt es ja gerade gemerkt. Ist eine 1 minus auf jeden Fall. Es
Ich weiß nicht, was noch mehr geben würde. Mir würde halt so eine Natürlichkeit ein bisschen mehr fehlen und die gut komponiert, verbunden halt mit so den Lebensmitteln, dass es ein bisschen natürlicher schmeckt, aber trotzdem sehr gut. Hier wissen wir halt, okay, das Aroma, hier wissen wir sehr viel Zucker, aber es ist halt auch dementsprechend lecker, Leute. Und deshalb gibt es als Geschmacksnote eine 1-. Am Ende natürlich keine Gesundheitsempfehlung, ganz klar. Milka Alpmilch, ja. Aber Leute, wir haben sie mal getestet. Cooles Ding, wie gesagt, bisschen dünner, als ich sie davor kannte. Aber ja, ich freue mich. Und ich freue mich, wenn ihr euch freut. Und ich freue mich, wenn ich mich freue. Und ich freue mich, wenn ihr happy seid. So, wisst ihr, das ist ein Geben und Nehmen. Naja, Leute, ich freue mich auch über ein Abo und eine Bewertung. Und wir sehen uns dann heute Abend wieder, vielleicht bei einer weiteren Milka. Bis denn, ciao, ciao. Thank you.